Legal Musik aufzeichnen von YouTube und Co. Hi. Ihr wollt Musik aus dem Internet beziehen bzw. downloaden? Kein Problem. Es gibt verschiedenste Softwareformate oder Browser-Plugins, mit denen ihr das machen könnt. Yes. Aber ist das auch wirklich alles legal bzw. rechtens? Oh. In den meisten Fällen leider nein. Denn es gibt verschiedene Rechtsprechungen, die Komponisten, Verlage bis hin zu Plattenlabels schützen, dass die von ihnen publizierte Musik auch nur von der jeweiligen Partei genutzt werden darf. Wie ist es jetzt also möglich, legal Musik aus dem Internet zu downloaden und diese auch frei verwenden zu dürfen? Nach aktueller Rechtslage ist es legal, Musik zu nutzen, bei der alle Urheber seit mindestens 70 Jahren verstorben sind und die Tonaufnahme vor 1963 entstanden ist. Wenn ein Musikstück diese zwei Kriterien erfüllt, ist es rechtefrei und man kann es für seine eigenen Zwecke benutzen. Also dann, wir rufen beispielsweise YouTube auf und laden uns einen entsprechenden Titel herunter. Yes. Aber stopp! Auch hier müssen wir wieder leider eine Sache beachten. Solche Plattformen wie YouTube zum Beispiel verbieten es in ihren AGBs, Inhalte von der Plattform herunterzuladen. Also was nun? Wie können wir es nun bewerkstelligen, einen entsprechenden Musiktitel auf dem richtigen Wege herunterzuladen? Und zwar über einen Live-Mitschnitt. Wir spielen unseren gewünschten Titel auf entsprechender Plattform ab und lassen nebenbei ein Programm laufen, welches die Tonausgabe aufzeichnet. Mit dieser Methode erzeugen wir uns eine Datei, welche wir nun frei für unsere Zwecke benutzen können. Mit welchem Programm bzw. Software dies funktioniert und was ihr dazu braucht, zeigen wir euch im nächsten Video. Ciao!